Ciao Leute, ciao von André Unger. Ist Trading gefährlich? Das ist eine Frage, die man oft hört und leider hat man auch in diesen Zeiten einige schreckliche Nachrichten gelesen. Ein Händler hat sich umgebracht, weil er eine falsche Spekulation in Kryptos gemacht hat. Und alle diese Nachrichten sind natürlich zum Thema Gefährlichkeit im Trading. Also ist Trading gefährlich? Erstmal, haben Sie meinen Kanal schon abonniert? Wenn nicht, machen Sie das sofort. Wir haben ein bisschen Zeit, ein rotes Glöckchen, das können Sie sofort tun. Und das ist gut, weil Sie dann in der Zukunft sofort wissen werden, wenn es neue Ausgaben gibt hier im Kanal. Mit neuen Infos, die vielleicht auch hilfreich sind. In jedem Fall, abonnieren. Also, Gefährlichkeit im Trading. Es ist gefährlich, wenn Sie nicht wissen, was Sie gerade tun. Ich meine, es gibt Leute, und ich habe darüber gelesen, die Instrumente handeln, ohne zu wissen, wie diese Instrumente eigentlich funktionieren. Leute, die keine Ahnung haben, wie die Instrumente sich bewegen. Was passiert, wenn es plus 1% oder so geht? Ich meine, Aktien zum Beispiel, Aktien sind ziemlich einfach zu verstehen. Aber es gibt Leute, die nicht bei Aktien arbeiten, sondern sogar noch bei Optionen. Und Optionen sind kompliziert. Man muss wissen, wie die Optionen sich bewegen, warum, wieso, was passiert, Time Decay, alles was möglich ist. Und die Leute wissen das nicht. Die haben keine Ahnung. Sie kaufen Optionen, nur weil ein Freund von einem Freund von einem Freund erzählt hat, dass jene Option gut sein wird und so weiter. Und dann verlieren die Leute Geld. Noch schlimmer vielleicht, die gehen short auf Optionen und so weiter. Also das ist natürlich gefährlich. Würde ich fragen, ist Autofahren gefährlich? Da würde jemand sagen, ja, aber generell würde man sagen, oh nein, mache ich jeden Tag. Stimmt, sie machen das jeden Tag, aber sie haben natürlich geübt, studiert. Ich habe einen Fahrschein. Beim Trading machen die Leute das nicht. Aber wenn ich sage, würden Sie 240 Kilometer pro Stunde fahren in der Nacht, wenn es regnet, dann würden Sie sagen, ja, es ist gefährlich. Oder ganz besoffen Auto fahren, das ist auch gefährlich. Oder in Stadtmitte von Neapels fahren, das ist auch gefährlich. Diese Sachen sind gefährlich. Beim Trading ist es genauso. Es gibt Gefährlichkeit, wenn man nicht weiß, was man tut. Oder wenn man in so einer Situation handelt, wo es eigentlich schon selbst gefährlich ist. Das muss man wissen. Man muss wissen, was man tut. Man muss die Instrumente kennen und einen Plan haben. Die Leute normalerweise arbeiten ohne Plan. Und auch wenn sie einen Plan machen, in dem Plan steht niemals die Möglichkeit, dass die Entscheidung falsch wäre. Oder eigentlich nur einfach, dass die Sachen falsch laufen. Das heißt, ich kaufe das, ich mache das, aber die schätzen nicht, was sie machen sollen, falls die Kurse in der anderen Richtung gehen. Also wenn wir kaufen, wenn sie runterkommen. Das wird nicht geplant. Und das ist natürlich das Schlimmste. Also einen Plan braucht man. Ohne Plan zu arbeiten, nur weil man im Kino Wolf von Wall Street gesehen hat, der die Aktien gekauft hat, weil bla 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 bla, das funktioniert leider nicht. Vielleicht einmal, vielleicht hat man Glück, aber das funktioniert generell nicht. Man muss einen Plan haben, wo man if, when, else, wie in Codieren, weiß, was man macht. Was sind also die Lösungen? Instrumente kennen, man muss studieren, man muss lernen, man muss einfach alles, was möglich ist, durchblättern und lernen. Man muss wissen, wie die Sachen funktionieren, wie die Instrumente selbst sich bewegen. Was bedeuten in meiner Tasche, wenn diese Aktie von hier zu hier kommt? Was bedeutet das mit 1000 Aktien? Was bedeutet das mit einer Option? Was bedeutet das mit einem Future Contract? Was bedeutet das mit CFDs? Alles das muss man wissen. Und das kann man nur studieren. Man muss einfach eine Schulung machen. Mit wem? Diese Schulung über Instrumente, die findet man überall. Dann, man muss wissen, wie die Märkte sich bewegen und daran einen Plan vorbereiten.
Wie kann man das lernen? Das kann man lernen von Leuten, die gezeigt haben, dass sie gut sind, das zu tun. Wo finden Sie diese Leute? Ja klar, natürlich hier. Ich bin der Mensch. Ich bin der. Ja, okay. Aber okay, ich meine, es gibt mehrere, die gut sind. Mehrere, die gezeigt haben, dass sie das schaffen können. Gezeigt bedeutet nicht, dass sie sich in Dubai zeigen mit schönen Sonne und so weiter. Gezeigt, mindestens, dass die geprüft haben, dass mit Kontoauszüge, dass sie Geld geschafft haben auf der Börse. Ja, ich bin einer von denen, okay, aber ich bin nicht der Einzige, oder vielleicht schon, ich weiß nicht. Aber generell, so funktioniert das. Man muss zu denen gehen, die gezeigt haben, dass sie das schaffen könnte und dass sie das auch an andere dann weitergeben können. Und in dem Fall braucht man auch jemanden, der die Sachen gut erklären kann. Das bin immer ich natürlich, das ist klar. Einige von meinen Studenten sind Weltmeister geworden, das ist die Wahrheit, aber es gibt andere und nicht notwendig aus Dubai. Nun, was habe ich getan für mich selbst? Ich habe für automatisierten Handel entschieden oder generell Algo-Trading. Automatisiert bedeutet alles allein in der Maschine. Algo bedeutet alles, was mit Zahlen zu tun hat. Die zwei sind verbunden. Algo-Trading gehört zum automatisierter Trading gehört zum Algo-Trading. Aber wichtig ist, dass man die Entscheidungen auf Zahlen basieren kann. Ich meine, man studiert die Märkte, man hat Zahlen, man hat die Zahlen, wo man sagen kann, ja, das ist gut, okay? Und dann nutzt man immer noch diese Zahlen, einen Plan vorzubereiten. Nach dem Plan muss man dann arbeiten. Nach dem Plan arbeiten im automatisierten Handel ist ziemlich einfach, weil einmal das alles kodiert ist, macht es die Maschine. Wir haben nichts mehr zu tun. Andere Ansätze, die man nicht unbedingt automatisieren kann oder will, die muss man immer noch menschlich bearbeiten, aber immer nach einem Plan. Kaufe hier, kaufe da so und so viel, mache das und das und das. In dem Fall muss man natürlich am Platz sitzen. Ich meine, wenn ich jetzt einsteigen muss, aber ich bin in der Zwischenzeit auf Toilette oder am Kaffee trinken und so weiter, dann habe ich keine Disziplin. Toilette vielleicht ist ein Extremfall, wo die Disziplin nichts zu tun hat, aber in jedem Fall muss man natürlich beim Plan bleiben und genau das tun, was im Plan steht. Sonst hat man ein Problem. Und mit automatisiertem Handeln ist das einfacher, weil man auch auf Toilette gehen kann. Aber nach dieser Notwendigkeit würde ich sagen, das bedeutet, dass man die Sachen so vorbereiten soll, dass Risiko geringer ist. Das heißt, dass man so wenig Murks wie möglich schaffen kann. Bedeutet das, dass die Fortgeschrittenen keine Gefährlichkeit mehr haben? Nein. Andere Gefährlichkeiten. Ich würde sagen, fortgeschritten oder mindestens, ich habe eine Expertise, aber trotzdem mache ich Fehler. Warum? Weil ich manchmal denke, ja, okay, ich bin gut genug, das brauche ich nicht und so weiter. Und das ist ein Fehler und das passiert nicht nur im Trading, das passiert in mehreren Sachen im Leben, wo man einfach denkt, dass man gut genug ist, das zu vermeiden und so weiter. Meine Erfahrung können Sie auch im E-Book lesen, erfolgreich traden, so geht's. Das können Sie bei der tradingweltmeister.de Webseite runterladen. Da unten in der Beschreibung finden Sie das Link und wo Sie hingehen können. Das ist gratis also. Aber es ist interessant, da erkläre ich ein bisschen, wie mein Anfang bei der Börse war und wie es langsam gegangen ist in der Richtung automatisierter Handel und so weiter. Aber ich glaube, dieses E-Book wäre für alle interessant. Es ist nicht eine Enzyklopädie, es ist ein kleines E-Book, das können Sie ruhig in einer halben Stunde oder so lesen. Also tradingweltmeister.de, da unten finden Sie die Info. Man muss immer also aufpassen, dass man nicht denkt, dass alles klappen wird, nur weil es nicht wahrscheinlich ist, dass es schief läuft. Das ist eine Gefahr für alle, die gut genug sind. Wie einer, der zurück zum Autofahren. Ja, ich bin gut genug, ich kann das Auto fahren, ich habe Erfahrung. Da kann ich also telefonieren, sogar noch WhatsAppen und so weiter. Das ist gefährlich. Auch ein Formel-1-Driver hat
ein großes Risiko, wenn er WhatsAppt beim Fahren. Das ist verboten, weil es gefährlich ist. Und sowas zu tun, ist natürlich gefährlich. Und sowas auch im Trading kann passieren. Man denkt, dass etwas nicht unbedingt Risiko bringt, nur weil man denkt, dass man gut genug ist, das zu kontrollieren. Nein, man muss immer aufpassen. Aber das ist eine Gefahr, was hoffentlich Sie sehr früh erfahren werden. Das bedeutet, dass Sie genug gelernt haben, fortgeschritten zu sein und mit anderen Problemen sich zu beschäftigen. Also, lernen. Schulungen. Wie funktionieren die Instrumente, die ich handeln will? Zweimal. Wie funktionieren die Märkte? Möglicherweise ein guter Coach, der geprüft hat, wie es geht und der geprüft hat, dass er das auch weiterbringen kann. Automatisierter Handel ist eine mögliche und gute Lösung, das Ganze zu schaffen, weil man die Pläne vor dem Handel vorbereiten kann. Und wenn man das vor dem Handel macht, hat man weniger Stress, weil alles noch ruhig ist. Und die Entscheidungen sind natürlich sauberer, weil die nicht unter Stress kommen. So einfach ist es. Nein, aber mindestens hat man Risiko von so groß zu so klein gebracht. Und andere Sachen kann man noch in der Zukunft noch hier besprechen. Das werden wir in anderen Videos tun. Aber Moment. Kann ich nur noch sagen, ciao von André Unger, ciao aus Italien, abonnieren Sie oder besuchen Sie trainingweltmeister.de, wo Sie das E-Book erfolgreich traden, so geht's, runterladen können, frei, gratis, kein Problem, interessant vielleicht. Das können Sie auch in den Kommentaren schreiben eventuell. Ciao von André Unger, bis nächstes Mal, ciao aus Italien.